Hardcore Radio. Wir haben zwei Anemone-Mitglieder bei uns. Das eine ist Diana und das andere ist der Mav. Der Name, oder? Das ist, wenn man das so hört, Anemonen, da kann man sich eigentlich viel vorstellen. Es gibt ja den Anemone-Fisch, es gibt die Anemone-Blumen. Und hat das etwas mit dem zu tun? Oder vielleicht könnt ihr mich da mal ein bisschen aufklären. Wie ist der Name genau entstanden? Ich meine, ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber Anemonen ist für mich schon sehr mit Wasser verbunden, auch in Anbetracht mit unserem Sound, der jetzt entstanden ist durch die neue Combo. Ja, das Ganze ist eigentlich so ein bisschen immer wieder gelaufen. Wir haben irgendwann haben wir mal so gefunden, hey, wir haben keinen Bock, um irgendetwas zu produzieren. Komm, wir jammen eine Runde. Wir haben das noch vorher noch nie gemacht. Sind hergeguckt, zu dritten, haben angefangen zu jammen und es ist einfach nur geil. Wenn man eure Musik hört, ist sie eigentlich noch schwierig, die jetzt genremässig irgendwann einzuordnen, was für mich persönlich wirklich auch ein Highlight ist. Ich finde das sehr geil. Trotzdem, wenn man jetzt würde sagen, okay, ihr müsst euch irgendwann einordnen, ihr müsst Position beziehen. Wir müssen. Was ist eure Schublade? Ja, ihr müsst. Ja, das ist wirklich noch schwierig, aber ich muss sagen, dass ich auch jetzt mega gerne Trip-Hop los. Und für mich ist die Verbindung mit dem melancholischen, feinen, reduzierten Gesang und den Hip-Hop-Beats kommt für mich eigentlich schon am nächsten an Trip-Hop her. Ja, weil grundsätzlich, sagen wir es mal so, das, was wir machen, das sind experimentelle Hip-Hop-Beats mit Vocals. Und ja, ich sage jetzt mal, Trip-Hop trifft es eigentlich noch relativ gut. Aber wenn ich jetzt wenn man wirklich jetzt würde sagen, hey, tu dich in ein Genre rein, würde ich einfach sagen, hey, wir sind Elektronika. Ich sage jetzt mal, es klingt vielleicht jetzt ein bisschen herablassend, aber wir machen Computermusik. Also alles, was mit uns, Musik entsteht bei uns im Computer. Weißt du, wir haben schon unsere Synthes, diese externe Geräte, aber im Endeffekt, niemand von uns spielt eine Gitarre oder spielt einen Bass. Also das passiert alles mit elektronischen Klängen, die du auf deinen Synthes hast. Elektronische Geräte? Also es ist elektronische Musik. Wir jammen, wir nehmen alle Jams auf, dann eine Woche später hören wir den Jam durch und irgendwann kommt der Moment, wo du mal alles durchhörst, aussortierst und findest so, das sind geile Ideen und dann hockst du an und fängst es auch auszuproduzieren. Es ist aber schon so, dass ich auch meine Texte zum Teil schon geschrieben habe und dann mit diesen Texten jammed habe. Und dann im Nachhinein nochmal überarbeitet und angepasst haben. Noch schnell zu dem Rap-Ding zurück, also beziehungsweise eben Anemonen Entertainment haben ja als Beat-Produzenten für Rapper wahnsinnig viel produziert, haben auch recht Furore gemacht. Die Sachen, die dort gemacht worden sind, ist das auch heute noch aktuell? Also machen ihr noch Kollabos mit Rapper? Wird da noch etwas kommen? Oder ist das eher so ein bisschen abgeschlossen, weil jetzt halt das neue Anemonen wird Vorrang haben? Nein, also abgeschlossen ist es nicht. Die ganze Combo ist immer noch unterwegs mit ihren eigenen Projekten und es gibt durchaus auch Beats, die immer noch produziert werden von den Jungs. Definitiv. Es gibt mittlerweile aber auch Beats, die wir als Anemone produziert haben, wo wir finden, es sind geile Beats, aber keine Beats, die wir jetzt auf ein Album würden tun, wo wir jetzt wie so einen Ordner gemacht haben, wo wir eigentlich dann sagen, hey, diese Beats verschicken wir Rappers. Dann wären wir ja eigentlich auch wieder beim Album. Das ist am 28.04.2017 genau. Rausgekommen. Und wie lange habt ihr an dem gearbeitet? Gibt es vielleicht auch noch lustige Geschichte zum Entstehungsprozess? Ja, ich würde sagen, gefühlte 100 Jahre. Aber im Endeffekt sind es, was sind es? Etwa 2 Jahre sind wir dran gewesen. Eineinhalb. Also wirklich so, wenn wir vom Jam bis zu der Endproduktion etwa 1,5 Jahre. Ja. Also das Album kann man auf Bandcamp abladen. Am einfachsten Bandcamp gehen und dort gibt es die Suchfunktion und dann nach Anemonen suchen. Und der Link ist, glaube ich, bandcamp.com/anemonenmusic. Genau, oder release/release. Ja.